Hey Leute, ich möchte euch jetzt mal das Radio, das von Stefan 0719, mal in Betrieb nehmen. Das ist ein Rückkopplungsempfänger wohl. RK steht für Rückkopplung. Rückkopplung, dann hier, da steht auf Empfangen. Lautstärke habe ich aufgedreht. Frequenz, okay. Und ich muss hier oben die drei Schrauben rausschrauben. Und dann kommt was zum Vorschein. Hier steht, danke Robert. 1,3 Watt halten beim Akku rein tun. Du bist ein super toller Freund. Ja, danke Stefan, du auch. Das ist mega. Dann tue ich hier mal eine 1,2 Volt, ein 1,2 Volt Akku rein. Ich höre schon was. Dann kann ich da wieder zumachen. Dann mache ich dann mal wieder zu. Da kann ich die drei Schrauben wieder reinschrauben. Und wenn wir schon mal was hören, schauen wir mal. Da ist Rückkopplung. Ich habe hier übrigens ein längeres Kabel dran gemacht, so 3 Meter Kabel. Und hier hinten an die Erdung auch ein paar Meter Kabel angesteckt. Jetzt mache ich das Mikrofon mal hier näher zum Lautsprecher und schau mal. Die Rückkopplung richtig einstellen. Dann der Sender. Gucken wir mal weiter. Wir schauen, ob wir noch mehr Sender finden. Die Rückkopplung hier, ich sie zurück, die jetzt leiser. Und hier schwingt sie. Man muss sie so einstellen, kurz bevor sie schwingt eigentlich. Dass man sie aber mal leicht schwingen. Ah, da ist was Lautes. Gehen wir weiter. Da ist ein komisches Signal, das habe ich am Kofferradio auch. Das hatten wir doch schon mal. Mal zurück. Lautstärke. Gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Sender. Wird lauter.
Sauer an der Kolonie. Da ist noch irgendwas. Arbeiter aufdrehen. Wenn der Sender wegfährt, ist es ein bisschen blöd. Bin ich schon am Ende? Da war irgendwas. Ist einmal der Funk irgendwas hier? Pfeift aber hier. Das war neben dem Sender noch ein Träger, der so pfeifen lässt. Und? Bin schon wieder am Ende. Ja. Okay, irgendwann möchte ich da mal reinschauen, was denn da verbaut ist, wie das verbaut ist. Also hier haben wir eine Teleskopantenne an der Platine. Das sind Drähte. Ups, ist auseinandergegangen. Das mal wieder zusammen. Ich glaube, es ist Plus und Minus, oder? Schaut so aus. Und irgendwas ist da drin. Jo. Halt den beim Akku rein tun. Geht das überhaupt raus oder auf? Es wird ein bisschen schwierig. Ich finde es auch ein bisschen schade, das zu zerlegen. So, jetzt habe ich mal den DTS-Sender bei 7,1 MHz mal da dran. Und hier Lautstärke. Dann Frequenz. Ich will die Kupplung anziehen, aber habe ich hier einen lauten Punkt. Ich mache wieder ein bisschen leiser. Sehr lauter Punkt und dann sowas. Dann wird es leiser. Ich glaube, der verstellt die Frequenz bei der Rückkopplung. Hier. Bei der Rückkopplung wird die Frequenz verstellt, wenn sie zu hoch angezogen wird. So kann ich aber die Frequenz gut einstellen. Also bei 6 MHz geht es auch noch. Ich habe bei 6070 auch Channel 292 gehört. Gehen wir mal auf. Nee, ich will auf. Nicht auf 23. Ich will mal auf 10 MHz. 10.1. Gehen wir mal auf 10 MHz. Schauen wir mal. Dann mal die anderen Kurzwellensender.
Irgendwo ist unser Kinder. Sie? I go back to see her. I will not have her again. With irritation. Das ist ein anderes Kinder. Ah, da hört man den auch wieder. Ah, da bin ich die Rückkopplung zurücknehme und der Sender stark ist, merkt man, dass die Bandbreite die hoch ist. Kann auch lauter machen. Je mehr ich die anziehe, desto lauter wird es. Und desto kleiner wird die Bandbreite. Daneben ist ein Sender. Okay, gehen wir mal auf 12 MHz. Ist da, dann 14 MHz, ist da, kann man die Kupplung weiter anziehen, dann merkt man hier, hier sind wir, okay. Ein schönes Radio. Schönes Kurzwellenradio. Cool, danke Stefan. Das mache ich dann wieder drauf. Kann ich dann wieder zuschrauben. Beim starken Sender ist es auch sehr laut. Auch sehr laut beim starken Sender. Gehen wir mal auf 16 MHz. Ich glaube, 16 ist zu viel. Ist wohl zu viel. Sender. Kurz beim Sender, die sehr schwankt. Dann müssen wir auf 15 MHz gehen. 15. Ich glaube, auf 14 MHz ist besser. Auf 14 MHz. 14, ja. Bis 14 MHz geht es auf jeden Fall noch sehr gut. Ja. Dann kann ich auf Senden dann umstellen. Aber ich komme das so nicht mehr weiter. Werde ich mal bei empfangen und dann möchte ich demnächst mal reinschauen. Ja. Dann mache ich den Sender mal wieder aus. Sender aus und dann kann ich hier die normalen Kurzwellensender durchschauen. Da ist was. Rückkopplung zurücknehmen und dann geht das. Kurzwellensender schwanken sehr. Und jetzt wird es leiser und lauter.
Shop können wir weiter. Da ist was. Song in Imonce. You often need to sing it. Will you sing it to me again? My heart is melting away. I can't sing. Hold me tight and don't let me go. لا مركزي وحياتي ومدني لا بد من إعادة تحديد معنى التعددية الحضارية وإنتاج دولة ينسجم بنيانها مع تطور المجتمع اللبناني لا قيمة للتعددية خارج الشراكة والدستور والدولة واحترام الآخر والاعتراف بخصوصياته حري بنا وهذا من مصلحتنا جميعا أن نعيد الصيغة اللبنانية إلى ثنائيتها التاريخية أي إلى الشراكة بين المسيحيين والمسلمين لنقيها صراعات المذاهب والطوائف التي ساهمت في تشويه صورتها لبنان بتأسيسه وطن للسلام لا للصراعات ودولة واحدة للمواطنين لا دويلات للطوائف والمذاهب والأحزاب يريد اللبنانيون أن يعيشوا في لبنان الكبير بالمساواة مع بعضهم البعض لا على حساب بعضهم وضد بعضهم البعض المساواة في الإنماء والضرائب والرسوم والجباية المساواة في المشاركة في القرار الوطني لا في التفرد به خارج الشرعية وفرضه على الآخرين وأضاف غبطته تعلمون أن مسؤولياتنا التاريخية والوطنية دفعتنا إلى القيام بمبادرة